Mein Wetterfreund von Stay on Fire, herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier wieder am Freitag in unserer App. Und so wie jeden Freitag habe ich eine kleine Illustration für dich, die dich ganz praktisch in deinem Alltag ermutigen soll. Und zwar, vielleicht kennst du das, ich habe hier so einen Stift mitgebracht und das ist ein Permanentmarker. Und ja, ich hatte schon einige Situationen in Schule, Uni, Arbeit, wo auch immer. Ich habe munter was so an die Tafel geschrieben, bei Präsentationen. Und danach habe ich gemerkt, Mist, das geht einfach nicht mehr ab. Und ich habe mich gefragt, woran könnte das liegen? Und dann habe ich nochmal genau auf den Stift geschaut und ich habe gesehen, ja, das ist ein Permanentmarker und den bekommt man nicht mehr ab, egal worauf man geschrieben hat, wenn nur mit ganz, ganz viel Mühe. Und das ist ärgerlich im Alltag, wenn einem sowas passiert und man diese Schrift einfach nicht mehr wegbekommt. Vielleicht auch von Dingen, die einem gar nicht gehören. Aber in der Beziehung zu Gott ist es eigentlich etwas Wunderbares. Denn weißt du, man könnte jetzt so sagen, Gott benutzt auch einen Permanentmarker, um deinen Namen aufzuschreiben, um sich deinen Namen zu merken. Ich habe einen Vers für dich und zwar steht der in Jesaja 49, Vers 16. Und ich möchte ihn dir gerne mal kurz vorlesen. Und zwar steht hier, Gott sagt, ich vergesse dich nicht. Siehe, ich habe dich in meine Handflächen geschrieben. Ich vergesse dich nicht. Siehe, ich habe dich in meine Handflächen geschrieben. Weißt du, Gott, der hat dich nicht einfach mit einem Füller in seine Handflächen gezeichnet, sondern mit einem Permanentmarker, mit einem Stift, der nicht mehr weggeht. Und das soll einfach meine Ermutigung für dich heute sein, dass Gott dich niemals vergisst. Egal, was du gemacht hast, egal, was du getan hast, du stehst mit Permanentmarker in Gottes Handfläche. Dein Name steht da drin. Und das ist etwas, was du bitte niemals vergisst, dass du immer wieder zu Gott kommen darfst, egal, was passiert ist. Und in diesem Sinne, sei ermutigt und hab ein schönes Wochenende.